Seit November letzten Jahres wird das neue Flaggschiff von BMW ausgeliefert, die R1300 GS. Und mittlerweile musste natürlich schon jeder Vlogger in irgendeiner Form seinen Senf dazugeben, ich natürlich auch. Allerdings habe ich einen anderen Ansatz gewählt und versucht, nicht einfach nur eine Rezension zur neuen GS zu bringen. Denn sind wir mal ehrlich, da gibt es deutlich geeignetere Leute, die sich viel tiefer mit der Technik auseinandersetzen können. Ich bin in einem vorherigen Video stattdessen auf die Stärken und Schwächen der R1250 GS eingegangen, vor allem die Batterieprobleme und die Fehler beim Starten der Maschine wurden von mir thematisiert. Ansonsten habe ich aber festgestellt, dass die R1250 GS ein bereits annähernd perfektes Reisemotorrad ist. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob es überhaupt eine neue GS braucht und was die neue R1300 GS denn besser machen muss, um in meinen Augen einen echten Mehrwert zu bieten. Denn ich persönlich bin kein Freund davon, alle zwei Jahre ein neues Modell mit Facelift auf den Markt zu werfen, nur um ein neues Modell zu höheren Preisen verkaufen zu können. Es sollte auch einen echten Mehrwert für den Kunden geben. Da ich allerdings keine Informationen dazu finden konnte, ob die neue 1300 GS die Probleme der 1250 GS gelöst hat und dahingehend nur Mutmaßungen anstellen konnte, war mir damals eigentlich schon klar, ich werde meiner Kritik an der neuen GS einmal selbst nachgehen müssen. Und das habe ich gemacht. Ich bin die neue R1300 GS gefahren und zwar ein so neues Modell, dass sogar noch die Schutzfolie auf dem Display klebte. Dabei habe ich meine Kritikpunkte überprüft. Was kann die neue GS und vor allem, was hat sie gegenüber der alten GS für Vorteile und was für Nachteile? In einem Satz zusammengefasst, ich war in einigen Punkten zu hart zur neuen GS und ihren Assistenzsystemen. Auf der anderen Seite ist mir aber auch ein neuer und durchaus noch relevanterer Kritikpunkt aufgestoßen und was das ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Kapitel 1. Die Neuerungen an der R1300 GS im Vergleich zur R1250 GS – kritisch betrachtet. Wenn wir über die Neuerungen der R1300 GS gegenüber der R1250 GS sprechen, müssen wir uns unbedingt im Kopf behalten, dass es sich bei der 1300 nicht um ein reines Facelift handelt. Es ist im Grunde ein komplett neues Motorrad. Von der 1250 sind sozusagen nur das TFT-Display und die Bedienelemente im Cockpit geblieben und selbst hier hat sich etwas verändert. Das ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen und wurde mir erst richtig klar, als ich drauf saß und mir die Maschine im Detail angesehen habe. Mein erster Eindruck hat mich aber auch durchaus überrascht. Die Maschine wirkt im Vergleich zu ihrer Vorgängerin deutlich schmaler und auch niedriger, obwohl sie das nicht unbedingt ist. Die neue GS ist 3,8 cm niedriger, dafür knapp 5 cm breiter. Da ihr Tank aber weniger bullig ausfällt, wirkt sie insgesamt schlanker. Auch ist ihr Design deutlich stärker auf Sport getrimmt, dazu trägt in meinen Augen vor allem die komplett neu gestaltete Front mit dem neuen X-förmigen Scheinwerfer sowie das kurze Heck bei. Beim Design der GS scheiden sich ja bekanntlich die Geister, ich persönlich gehöre zur Fraktion, welche die bisherigen GS-Modelle optisch schön findet. Der bullige Auftritt der 1250 GS und der Adventure unterstreichen den unverwüstlichen Ruf, welcher der GS vorauseilt. Zusammen mit den Motorschutzbügeln und dem hohen Windschild an meiner eigenen Maschine beispielsweise wirkt die 1250 wie ein rollendes Abenteuer. Und trotz aller Masse fährt sich dieses Dickschiff wie ein Sportwagen. Die neue 1300 GS wirkt im Vergleich, naja, anders. Zerbrechlicher, sportlicher, aber weniger einladend, damit auf Fernreise zu gehen. Aber zu dem Thema komme ich am Ende des Videos nochmal zurück. Doch nicht nur die Optik wurde bei der neuen GS geändert. Wie viele neue elektronische Spielereien da reingebaut wurden, war mir erst klar, als ich davor stand und später auch damit gefahren bin. In meinem alten Video hatte ich viele von denen noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Bei der Übergabe der Maschine wurden mir natürlich die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und Systeme gezeigt. Und ehrlich gesagt war ich erstmal ziemlich baff, denn viele der Dinge, die mir als echter Mehrwert gezeigt wurden, waren in meinen Augen mehr oder weniger überflüssig. Den elektrisch einstellbaren Windschild hatte ich bereits im letzten Video angesprochen. Der fährt je nach Einstellung beim Start automatisch hoch und beim Abstellen auch wieder runter und lässt sich über einen neuen Kombischalter im Cockpit per Knopfdruck einstellen. Hurra, ein weiterer Motor, der irgendwann kaputt gehen wird. Zum Vergleich, bei der R1250 GS kann man den Windschild ebenfalls einstellen, allerdings per Drehrad, bei Bedarf auch mit Verstärkungselementen, um den hohen Windschild weiter zu stabilisieren. Kaum war ich mit der Maschine unterwegs, wurde es für mich ziemlich unangenehm, die Sitzheizung brannte nämlich auf höchster Stufe, ohne dass ich das bemerkt hatte. Sitzheizung? Ja, die neue GS kommt mit einer Sitzheizung. Und die ist sehr effektiv, ähnlich wie die Griffheizung, auf der man auf höchster Stufe Würstchen braten könnte. Braucht man das alles wirklich? Die Griffheizung auf jeden Fall, das sagt sogar ein Purist wie ich. Bei der Sitzheizung, lasst es mich mal so sagen.
90% der klassischen GS-Fahrer werden niemals bei dem Wetter und in den Gefilden fahren, wo die Sitzheizung mal wirklich relevant werden sollte. Ähnlich ist es bei den originalen BMW-Seitenkoffern. Bisher waren Koffer immer nur per Hand mit einem auf den Zündschlüssel kodierten Schloss oder bei Zubehörkoffern mit einem zusätzlichen Schlüssel abschließbar. Die neuen Koffer kommen allerdings mit einer Zentralverriegelung, dafür ist unter anderem hinten an der Gepäckbrücke ein kleiner Netzanschluss angebracht. Denke nur ich so, oder hätte es ein altmodischer Schlüssel an dieser Stelle nicht auch getan? Das sind so viele neue elektronischen Spielereien, die den Preis in die Höhe treiben, aber mit 2 Sekunden Zeitersparnis eigentlich keinen echten Mehrwert bieten. Und auch die automatische Höhenverstellung zum einfachen Aufbocken auf den Hauptständer geht in diese Richtung. Hier pumpt die Maschine sich automatisch um einige Zentimeter hoch, um leichter auf den Hauptständer gewuchtet zu werden. Braucht man das alles? Ja, aber auch nein. Es kommt sich immer auf die Nutzung durch den Fahrer an. Leute wie ich, die mit ihrer GS gerne tausende Kilometer auch mal an weiter entfernte Orte reisen, werden in diesen vielen Spielereien wahrscheinlich nur potenzielle Fehlerquellen sehen, auf die sie gerne verzichten werden. Betrachtet man aber die Hauptzielgruppe der BMW GS, dann sieht die Welt schon anders aus. Denn der durchschnittliche GS-Fahrer ist männlich, im besten Alter und legt Wert auf eine Mischung aus Qualität und Komfort, wo die GS mit all ihren Spielereien natürlich voll in die Kerbe schlägt. Und ob während der Wochenendtour der Stellmotor des Windschilds ausfällt, ist dieser Zielgruppe herzlich egal, dann fährt man eben in der kommenden Woche in die Werkstatt. Auf längerer Reise sähe die Sache schon anders aus, wenn der Windschild plötzlich den Rest der Reise über auf 7:30 hängen bleibt und man beispielsweise auf Island plötzlich noch weniger Schutz vor Wind und Regen hat. Dass Leute wie ich mit der neuen GS ein wenig auf der Strecke bleiben, finde ich sehr schade und BMW muss hier in meinen Augen aufpassen, diese Zielgruppe nicht an andere Modelle wie die Tenere oder die Africa Twin zu verlieren. Einen entscheidenden Kritikpunkt aus meinem letzten Video zur R1300 GS habe ich aber noch gar nicht beleuchtet. Wie steht es eigentlich um die Elektrik? Macht sie es besser als ihre Vorgängerin? Mein Hauptkritikpunkt an der R1250 GS ist die fehlerhafte Elektrik. Meine GS hat mit zunehmendem Alter der Batterie wieder zunehmende Startprobleme, wenn der Motor nicht ganz warm gefahren wurde und dann nach einer kurzen Pause wieder gestartet werden soll. Und hier könnte die R1300 GS einen echten Mehrwert bieten, wenn sie diese Probleme nämlich nicht einfach übernimmt, sondern behebt. Daher war dieses Problem natürlich auch Thema, als ich bei BMW stand und die 1300 GS abholen wollte. Die 1300, die ich zur Probe hatte, hat eine Bleigel-Batterie verbaut, bei der mir vom Händler versichert wurde, dass damit keine Probleme mehr auftreten sollten. Ob die Aussage jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen, denn lustigerweise war ihm das Problem mit der 1250 gar nicht bekannt, was ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. Ich habe es natürlich unterwegs mal drauf angelegt, die nur halb warm gefahrene Maschine gut ein Dutzend Mal ausgeschaltet und neu gestartet, es traten keinerlei Probleme auf. Hoffen wir, dass das Problem mit der neuen Batterie gelöst wurde. Und ich muss an dieser Stelle natürlich auch fair bleiben, nicht alle technischen Neuerungen an der GS sind überflüssig. An einer Stelle muss ich meine Meinung aus dem vorherigen Video sogar ganz klar revidieren. Wirklich praktisch ist der neue zusätzliche Schalter an der linken Cockpit-Armatur, den man mit einer gewünschten Funktion belegen kann und so während der Fahrt schnell und zentral einige Einstellungen vornehmen kann. Und ich habe der neuen GS in meinem ersten Video auch Unrecht getan und das muss ich an dieser Stelle unbedingt gerade rücken. Denn ich habe mich in meinem Video ein wenig über den Kollisionswarner lustig gemacht und einfach so lapidar gesagt, dass man als Motorradfahrer kein Abstandsradar braucht, sondern einfach vernünftigen Abstand zum Vordermann halten soll. So einfach ist es aber nicht. Denn in Kombination mit einem Tempomaten ist das Abstandsradar genau dieser Mehrwert, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Weil meine eigene GS aber keinen Tempomaten hat, hatte ich diesen Punkt für mein erstes Video überhaupt nicht im Kopf. Was ich damit meine, will ich euch jetzt mal während der Fahrt zeigen, denn jetzt schwinge ich mich mal auf den Bock und drehe eine Runde. Kapitel 2 – Testfahrt. Schon während der ersten Meter auf der 1300 GS fallen mir ein paar Dinge auf. Als allererstes, dass sie kleiner wirkt, das Thema hatten wir ja schon. Aber auch das Cockpit und die Armaturen sind spürbar tiefer als bei der 1250, was mich im Speziellen leider nicht abholt. Große Menschen wie ich könnten die 1300 so als Rückschritt in Sachen Komfort empfinden, da ich für den Blick auf die Armaturen den Kopf senken muss. Weiterer Punkt, der direkt auffällt, das Getriebe ist anders verzahnt, dadurch habe ich beim Schalten ein rasselndes Geräusch im Helm, so als würde da unten jemand eine Handvoll Murmeln hin und her werfen. Auch der Motor klingt ganz anders, er ploppert nicht mehr so schön, wie es meine 1250 GS tut.
Aber ich habe nicht nur was zu meckern, es gibt auch feine Details, die mir sehr gut gefallen. Im vorherigen Video habe ich gesagt, dass ich von ihr erwarte, dass sie sich super fährt. Ist ja schließlich eine GS. Das tut sie auch, sowohl auf der Landstraße als auch schnell auf der Autobahn. Zu guter Letzt will ich noch auf das Abstandsradar eingehen. Mit dem bin ich in meinem ersten Video zur neuen 1300 GS sehr hart ins Gericht gegangen und ich habe die Frage in den Raum gestellt, ob man als Motorradfahrer wirklich so etwas braucht. Meine damalige Antwort? Nein, darin war ich ziemlich deutlich. Aber diese Antwort muss ich nach einer Fahrt mit sowohl dem Tempomaten als auch dem Abstandsradar ganz klar revidieren. Während der Fahrt drängt sich mir aber mehr und mehr eine ganz andere, entscheidende Frage auf: Ist die neue GS eigentlich noch fernreisetauglich? Denn sie ist scheinbar so sehr auf Sport getrimmt und mit so viel Elektrik vollgepumpt worden, dass ich da ehrlich gesagt nur noch eingeschränkte Fernreisetauglichkeit sehe. Das wird die Zukunft zeigen und darüber reden wir jetzt gemeinsam im Fazit dieses Videos. Kapitel 3 – Mein Zwischenfazit zur neuen GS. Was bleibt von meiner ursprünglichen Kritik an der R1300 GS? In einem Satz zusammengefasst, ich bin nicht schockverliebt, aber ich war auch ehrlicherweise zu hart zu ihr. Und vor allem, es bahnt sich ein ganz neuer Kritikpunkt an, den ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Zunächst mal zum Fahrverhalten. Hier ist alles so, wie es zu erwarten war. Der Sound ist zwar gewöhnungsbedürftig, dafür geht sie aber wie gewohnt spritzig in die Kurven und wirkt mit ihrem neuen, optisch schmaleren Tank auch um einiges sportlicher. Scheinbar, und die Betonung liegt auf scheinbar, wurden Probleme der Vorgängerin wie die Schwierigkeiten beim Start nicht mit ins neue Modell übernommen. Hierbei ist es aber noch zu früh, abschließend ein Urteil zu fällen und wir müssen abwarten, was zum Ende der Saison für Berichte der Alltagsfahrer vorliegen. Ist die R1300 GS für mich interessant? Ja, auf jeden Fall. Werde ich sie mir aber holen? Nein, vermutlich nicht. Wer vorher noch nie mit einer GS gefahren ist und direkt mit der 1300 einsteigt, wird sich sicher denken, boah, geil, bestes Motorrad der Welt. Ich für meinen Teil, der seit Jahren die 1250 fährt, sehe das aber etwas kritischer. Ich sehe die 1300 in einigen Punkten der 1250 sowohl überlegen als auch unterlegen. Besonders dann, wenn man sie so nutzt, wie ich es tue. Denn ich hinterfrage aufgrund des neuen Designs und des vielen elektrischen Zubehörs nach meinem Test die Fernreisetauglichkeit der neuen GS und ob sie hier der 1250 das Wasser reichen kann, muss sie erst noch beweisen.
Es sind so viele neue elektrische Systeme und Stellmotoren dazugekommen, dass ich mir nur schwer vorstellen kann, dass jemand damit Offroad durch das isländische Hochland brettern möchte. Das Risiko ist einfach viel zu groß, dass in einem so lebens- und technikfeindlichen Umfeld, in dem sich die scharfe Vulkanasche in wirklich jede Ritze drückt, irgendetwas ausfällt und man mit der Maschine plötzlich am Arsch der Welt festsitzt. Und dieses Restrisiko wäre mir am Ende natürlich auch nicht die 20.000 Euro Kaufpreis wert, die ich mindestens für eine neue GS auf den Tisch legen müsste. Und Zubehör ist da noch überhaupt nicht bei. Daher wünsche ich jedem alles erdenklich Gute, der sich die 1300 für abenteuerliche Wochenendtrips mit Freunden holen möchte, würde für das Fernreisen aber erstmal bei der 1200er oder der 1250er bleiben. Da gleichzeitig aber mit der F800 GS und der F900 GS die kleineren Reihen neu aufgelegt werden, könnten die in Zukunft auch eine Alternative zur großen Schwester darstellen. Testberichte im Hinblick auf die Fernreisetauglichkeit gibt es leider noch keine, da die Maschine erst seit November ausgeliefert wird und jetzt erst so richtig die Reisesaison beginnt. Auch hier werden wir der neuen GS also Zeit geben müssen, sich im Alltag zu beweisen. Und damit kommen wir zur großen Bitte am Ende dieses Videos. Wenn ihr selber plant, euch die 1300 GS zu holen, und ich weiß, dass einige von euch mit dem Gedanken spielen, dann tut mir bitte einen Gefallen, testet sie für mich mit. Geht mit ihr auf lange Touren, testet sie auf Herz und Nieren, schickt mir sowohl alles Positive als auch Negative mit euren Bildern, euren Videos und euren Erfahrungsberichten zu. Ich würde am Ende der kommenden Saison nämlich gerne ein drittes und finales Video zur R1300 GS machen, inklusive eurer Vor- und eurer Nachteile. Danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und ich wünsche euch eine ganz tolle kommende Saison, ganz egal mit welcher Maschine ihr sie fahrt. Danke euch fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.